Hier auf dem Parkplatz von Ferropolis kommt ihr an. Das ist hier das offizielle Bürogebäude vom Freilichtmuseum Ferropolis. Da haben wir ein paar Arbeitsräume auch mit WLAN. Hier in der Orangerie, das ist unsere schöne große Veranstaltungshalle. Da kommt gerade wer raus. Hier ist die große Baggerarena. Das wird ja zu den Splash und Melt Festivals auch ausgiebig bespielt. Apropos Spielen, hier haben wir einen kleinen schönen Industriespielplatz, sehr nett gemacht. Und ich jetzt hier hinweisen möchte, hier geht es runter zum Maker Beach und dem Zeltcamp, das eigentliche Juwel unserer Veranstaltung. Direkt am Maker Beach haben wir hier auch noch jetzt überraschend eine neue Bühne und eine Lounge dazu gekriegt. Das entwickelt sich ja hier jährlich weiter. Ja, und direkt am See gelegen ist der Backstage-Bereich. So, die unteren Räume sind Community Space mit einer großen Terrasse. Und in den oberen Räumen sind die Wohncontainer. Und auf der Seite zum Beispiel auch noch Gruppenarbeitsräume. Insgesamt ist Ferropolis ein Freilichtmuseum der Industriekultur und des Anthropozäns, also der menschengemachten Umwelt. Und wir tun unseren Teil dazu mit dem Maker Lab, dass es eben nicht nur eine Retrospektive der menschlichen Einflussnahme ist, sondern dass hier auch Impulse ausgehen für eine zukünftige, positivere Gestaltung des Anthropozäns. Also, willkommen zum Maker Lab in Ferropolis. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss.